Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im PG Challenge Projekt mit Uwe, Paul und Iggy. Hi. Moin. Hallo. Boah, Donnerstag. Woche schon wieder fast rum. Wahnsinn, wie schnell das geht. Also die Pfosten und ich, wir sind echt gute Freunde. Das ist schön. Weiß ich nicht so. Ihr habt euch halt. Ja. Nimm doch das einfach mal an. Das Positive. Nein. Ich wollte gerade sagen, nimm deinen Glückskeks aus dem Arsch. Alter. Nimm deinen Glückskeks aus dem Arsch, alter Schwede. Mann, Mann, Mann. Hat's denn Äußerungen hier? Schlimm, ne? Ja. Das sind keine jugendfreien Äußerungen mehr. Ja. Wir sind auch nicht jugendfrei. Wer sagt das denn? Pauli, du bist der Jüngste hier. Ich lasse den Kalk hier oben bei den Mehwegen stehen. Glaube ich zumindest sehr doch. Wie, was? Ich dachte, du wolltest kalken. Dag hat gesagt, ihr will kalken. Nein. Oder doch nicht. Nach dem Kalken. Nach dem Kalken. Du musst mal ein bisschen genauer zuhören. Oder Füße waschen. Ja, was? Moment. Nein, ich hab's nämlich genau anders verstanden. Ach so. Du sollst ihn nach dem Kalken ablösen und dann geht er was anderes tun. Mir ist voll. Ja, ich bin unterwegs. Mir ist voll. Wow. Ich eile. Hast du wenigstens den großen Anhänger dabei? Nein. Welchen hast du dann dabei? Den Tridem. Das ist kein Tridem. Sag jetzt nicht, du fährst mit den zwei Anhängern hintereinander. Nein. Daki. Paul. Hier kommt ein Kalker angefahren. Hm? Den unteren Teil müsste man dann auch noch düngen. Zieh du erst rum. Ich wollte nicht rumziehen. Düngen so. Darfst du, na, Daki. Was ist denn das hier? Ein Brandner ist das. Drei Achsen. Mit drei Achsen, ja. Aber es ist trotzdem kein Frieden. Ja. Ah, eins Uwe. Schön. Schön. Boah, soll ich die sozial unterwegs heute? Wow. Du hast Frucht kaputt gefahren. Ja, das habe ich gesehen. Viel Frucht. Viel Frucht? Ja. Das ist ein Frucht kaputt fahren geht nicht. Nein, nicht die viel Frucht, viel von der Frucht. Erhält das Stück Torfwert bei optimalem Wert für Sorghumgemüse. Ich setze hier auf schluffigem Ton an. Fluffiger Ton?
Ich glaube, der Kalk reicht nicht weiter. Ich habe über Gelegenheit mal ein paar Anhänger Kalk ins Lager fahren. Ja. Komm, kuscheln. Ich merke schon, du bist so kuschelbedürftig. Ja, manchmal ist das so. Manchmal ist das so, okay. Hey, du hast aber eine schöne Seemaschine dabei. Toll, oder? Heißt, die 121 und 117 müssen noch gekalkt werden, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube nur eins davon, die 117. Ne, bei mir ist noch nicht alles synchronisiert. Die 121 ist eigentlich ganz gut grün. Okay. Ja, die 117 muss noch. Hat der Streuer jetzt eigentlich Pflegebereifung drauf? Ist er eigentlich, zumindest so aus. Ja. Muss man später die 51 auf jeden Fall noch düngen. Wir müssen dann über die Wiesen auch noch drüber fahren, von daher geht das dann in einem. Ja, Dinge müssen wir aber kaufen noch, gar. Wir haben keinen mehr. Außer 700 Liter. Unglaublich. Was ist da hinten? Ich werde blockiert von dir. Ich wollte gerade sagen, hier. Du hältst alles, auf, Paul. Tut mir leid. Den Wiener macht es Feld 107. Mhm.
Wird halt ruhig voll machen sollen. Ja, das wird schon noch reichen für das kleine Feld. Ja, das auf jeden Fall. Und die nächsten Felder kommen, ja. Da sind noch 700 Liter im Lager. Nee, das ist ein Bigpack, der steht unten bei den Anhängern. Also bei der ehemaligen Pferdekoppel. Noch schlimmer. Die Bodeninformationen neu kaufen. Auch schon gesehen. Kommt auf jeden Fall gut was runter vom Feld. Ja. Sinnvoll. Ja, gut. So sinnvoll. Wenn man viel pflegt, dann wollen wir auch was haben, oder? Müssen noch was haben. Mhm. Unser Lager Lust, muss aufsteigen. Große Lust, einfach gerade durchzufahren, ne? Aber. Durch die Rüben? Nein. Die Hecke. Achso. Ja, doch. Aber sowas machen wir ja nicht. Böse Zungen könnten es behaupten, wir haben ein paar Schüsse frei, weil die anderen das auch machen. Mhm. Ja, wieso? Ist doch eigentlich über die Aussage. Es ist unser Feld, es ist unser Gelände, also ja. Können wir doch machen, was wir lustig sind. Mal gehört, immer. Ich bleib bei. Nein. Könnten wir da theoretisch ein Gebäude drüber platzieren oder wieder verkaufen? Nein. Dass die Hecke weg ist? Nein, das funktioniert nicht. In die Ecke setzt. Was? Die ist zum Giants Editor gesetzt. Ach, Mann. Was hast du angestellt? Nichts, gar nichts. Bin du nicht auf Lager festgefahren?
Ich empfehle euch, schaut euch das Video am Donnerstag bei 15 Minuten und 25 Sekunden an. Ach Mann, das ist schon gleich vorbei, die Folge. Nee, komm nicht mehr. Schnell noch. Geht irgendwie viel schneller als die letzten Male. Gefühlt. Aber ich komme auch deutlich schneller voran als die letzten Male. Ich nicht. Nö. Was ist los? Oh, du kommst an dich. Nein, um! Knutsch, knutsch. Ja. Vielleicht habe ich gerade beim Andi in seinem Anhänger eingerostet. Sein Anhänger eingerostet. Ja. Jo. Was machst du sonst? Das hast du jetzt Ballen übernommen, ja? Das Ballen? Nö. Ja, der fährt mit dem Daimler rum. Ja. Ah. Bin ich auch idiotisch. Der LKW fährt auf dem Wiese rum zum Ballen presst und der Traktor muss den Anhänger mit der Dolly ziehen. Ja, jeder hat so seinen Fetisch. Ja, ich meine, über Sinnhaftigkeit lässt sich streiten, bekanntlich, ne? Ja. Ich habe eine Frage, dürfte ich jetzt von der Hauptstraße über das Feld 107 auf unser Feld drauf fahren? Ja, klar. Wenn da eine Zufahrt ist? Ich meine, dass da drüben eine Zufahrt ist. Ja, da ist eine Zufahrt. Du musst halt über das 107 Feld drüber, aber da ist ja nur ein Schimmerner Zugang, ist ja nicht so schlimm. Uff. Ist das geil, wenn man von der Perspektive fährt? Oh, ich bremse gerade mal. Wäre ein bisschen aus. Das ist einfach nicht geil. Nee? Das ist diese blöde Zufahrt. Ich hab nur gesehen. Achtung. Gleich schon wieder voll. Ja. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Hallo, Paul. Da könnte aber noch ein höherer Aufbau drauf. Gott, es leckt. Mal Bremse drücken. Hier leckt gar nichts, ich fahre ganz normal weiter. Ja. Digi, du hast eine merkwürdige Art hier zu ernten. Ja, so fahre ich am wenigsten kaputt. Und beschwert ihr euch wieder, dass ich irgendwas kaputt fahre. Also kann ich einfach mal auf dem Gaspedal drauf bleiben. Okay.
Das muss man, glaube ich, nicht verstehen. Was? Naja. Ich hab rechts abgeladen. Wo links das Lager ist und rechts definitiv nicht. Aber links konnte ich nicht abladen. Ja gut, das kommt manchmal vor, ja. Es ist manchmal komisch, ja. Es ist LS. Ja, meine Lieben, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder am Samstag. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao. Tschüss.